Moin Freunde und herzlich willkommen zur neuen Runde bei mir. Gestern war ja der SWT Jubiläum Streams, also der war auf jeden Fall besonders. Also ihr seid definitiv verrückt. Ansonsten habe ich meine Social Media Informationen ein bisschen aktualisiert. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich plane aktuell ein kleines Special mit vielleicht ein paar anderen Reviewern. Wird eher so ein kleines Fun-Video. Und lasst mich da gerne mal wissen, welchen Reviewer ihr euch da gerne mit dabei wünschen würdet. Ich werde auch ab sofort in der Videobeschreibung Timestamps zur Verfügung stellen, falls jemand nur bestimmte Teile des Videos sehen will, damit ihr nicht so lange suchen müsst. Aber jetzt viel Spaß mit dem Nameless Black Nana und meinem persönlichen perfekten Abstandssetter. Wie baue ich also mein Abstandssetup? Viele wussten wahrscheinlich nicht mal, dass ich das überhaupt mache. Aber wir brauchen zuallererst etwas Hardware. Ich benutze dafür den KS Apo. Den gibt's schon relativ günstig und ist für mich definitiv einer der besten Mehrlochköpfe. Das Tabakdepot ist glasiert und verteilt die Hitze wirklich gut und ist außen so ein bisschen rauer. Der Kamin hält da einfach wirklich gut drauf. Auch vom Material her ist der Kopf wirklich stabil und gut verarbeitet. Und der Geheimtrick, Freunde, ich benutze eigentlich immer so ein kleines Sieb, das in das Tabakdepot gelegt wird. Ich ziehe da einige Vorteile draus. Als erstes, der Tabak bleibt auch wirklich im Kopf und ich muss später weder Rauchsäule noch Bowl von irgendwelchen festgeklebten Tabakblättern oder Bröseln oder sowas befreien. Außerdem kann überflüssige Molasse so deutlich schwerer aus dem Kopf fließen, da einfach das Gitternetz relativ engmaschig ist. Und wenn es weiterhin im Kopf bleibt, wird es weiterhin ausgekocht. Außerdem, der KS Apo ist ein relativ tiefer Kopf. Das Ganze hilft euch also beim Tabaksparen, vor allem wenn man das Sieb so ein bisschen nach oben biegt. Und als letztes der wichtigste Punkt, der Durchzug bleibt auf jeden Fall gut, da einfach die Löcher unten nicht verstopfen können. Das ist ja ganz, ganz oft ein Problem bei Mehrlochköpfen. Also, ich sag's mal so, wenn ihr natürlich oben den Tabak drückt wie so ein Berserker, dann werdet ihr trotzdem ein paar Probleme mit dem Ziehen haben, aber an sich generell sollte das Ganze wirklich gut bleiben. Ich lege das Sieb also gemütlich in den Kopf und fange an, langsam Tabak reinzufüllen. Dabei bin ich auch erstmal gar nicht sonderlich genau, sondern pack mal rein die halbe Dose, ne? Wichtig ist dabei nur, dass ihr den Tabak, solltet ihr mit einer Gabel oder einer Zange oder sowas bauen, dass ihr den einfach nicht irgendwie am Rand abstreift oder sowas. Dabei drückt ihr das Ganze im Endeffekt einfach nur zusammen und das Ganze verklebt. Wenn ihr eine gewisse Menge im Depot dann liegen habt, könnt ihr euch dran machen, das Ganze so locker flockig ein bisschen zu verteilen. Ist es zu viel, nehmt ein bisschen was raus. Zu wenig, naja, packt doch nochmal ein bisschen was dazu. Das ist eine Gefühlssache und ihr werdet die richtige Menge definitiv irgendwann einfach mal erwischen. Achtet einfach drauf, das Ganze gleichmäßig zu verteilen und auch die Löcher noch etwas aufzufüllen. Ich persönlich baue das Ganze in etwa bis kurz unter den Rand, braucht vielleicht ein bisschen mehr Tabak, hat aber auch hier wieder einige Vorteile in meinen Augen. Also aus meinen persönlichen Erfahrungen raus kann ich einfach sagen, dass das Ganze sehr, sehr hitzeresistent wird und auch der Geschmack wirklich lange vorhält. Durch das Sieb, das glasierte Depot und die etwas dichtere Bauweise wird auch viel Tabak gleichmäßig erwärmt und wie haben wir vor 2 Videos oder 3 Videos gelernt, das sorgt für mehr Geschmack. Als nächstes zu den allgemeinen Informationen und zur Dose. Den Black Nana bekommt ihr für 15,90 €. Dabei sind es natürlich auch 200 Gramm Füllmenge. Die Dose ist die von Nameless neu bekannte Dose aus einer Art Pappe mit einer Beschichtung auf der Innenseite. Die erinnern mich immer noch extrem stark an diese Pizzateigdosen, die man zum Öffnen drehen muss. Oben ist dann ein kleines Siegel, der Tabak wird also ohne extra Zipper oder ähnliches geliefert. Was ich definitiv nach einer gewissen Zeit mit den Dosen sagen kann, ist, dass die relativ stabil sind, aber bei einer Verformung die Schutzschicht nicht mehr alles abdeckt und die Dose sich vollsaugt.
Ebenfalls ist die Außenseite nicht beschichtet. Die saugt sich eigentlich bei Kontakt mit Molasse immer voll, also sei es beim Kopfbau oder Transport oder dass auch einfach nur irgendwo irgendwelche Rückstände bleiben. Das führt zu einem, naja, eher störenden, dauerhaften Geruch, der von der Dose ausgeht. Also verglichen mit anderen Dosen finde ich hier wirklich starke Defizite bei dieser. Sie sind besser als die Aquamenta-Dosen in meinen Augen, aber deutlich schlechter als zum Beispiel die Dosen von Somo oder Golden Pipe. Jo, jetzt also zum Schnitt, liebe Freunde. Der Schnitt sieht auch hier eigentlich wieder super aus. Der Schnitt ist mittel bis fein. Ich würde sagen, die Tendenz geht aber eher Richtung fein. Die Molasse ist an sich wieder sehr gut eingezogen, allerdings haben wir hier wirklich einiges an überschüssiger Molasse noch unten in der Dose. Die Blattadern sind, ich sag mal, in relativ geringer Menge vorhanden und ich muss einfach auch mal sagen, dass das Ganze sich für den Kopfbau wirklich gut eignet. Allerdings sollte man wirklich hin und wieder mal umrühren, da das Ganze einfach ein bisschen zu feucht ist, zumindest in der Dose. Beim Atomic Blonde hatte ich es eher weniger, aber hier fällt mir das jetzt doch eher stärker auf. So, Freunde, als nächstes zum Geruch beim Black Nana. Und ja, machen wir mal auf hier die Kiste und halten mal unsere Nase rein. Das ist halt echt das, was mich so hart an Nameless stört. Und zwar riecht einfach alles immer ultra chemisch. Also das ist, als würde ich jetzt so einen Sekundenkleber schnüffeln oder ein Lösemittel oder sowas. Also ich krieg da... Das ist echt hart würgereizerregend, wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Also... Man riecht eigentlich sonst fast gar nichts anderes mehr raus, außer dieses chemische Lösemittel-Ding. Also. Was man sonst halt auch einfach sagen kann, das merkt man, sobald es sich in der Nase relativ stark hält, ist, dass es so eine Frische ist. Das geht so ein bisschen ins Mentholige. Minze allgemein merkt man ja immer so leicht in der Nase, finde ich. Also das merkt man auf jeden Fall, dass da was mit drin ist. Aber außer so ein bisschen Frische und süßlichem Sekundenkleber merkt man gar nichts. Und das ist eigentlich so schade. Ich habe früher mal einen Golden HF schwarze Traube gehabt. Und der war einfach gigantisch gut vom Geruch her und vom Geschmack her. Und ich bin seitdem eigentlich auf der Suche nach einer guten schwarzen Traube und habe halt hier echt mal gehofft, dass ich hier fündig werde. Ich habe mich da persönlich einfach schon sehr drauf gefreut, aber der Geruch, der verdirbt es mir gerade echt hart. Boah. So, Freunde. Kommen wir als nächstes mal zum Geschmack, würde ich sagen. Kurz zum Rauchverhalten, ich würde sagen, der läuft nicht, der rennt. Ganz definitiv, ich glaube, ich werde hier auch die Kohlen nochmal ganz, ganz weit an den Rand legen, weil der läuft wirklich butterweich. Was mir als allererstes auffällt, ist eine relativ starke Grundtabaknote, um ehrlich zu sein. Man merkt hier sehr, sehr deutlich diesen etwas strohigen Virginia-Unterton. Der hält sich im Vordergrund immer so... Ja, der schwingt immer so ein bisschen mit. Und was mir allerdings dafür wieder extrem gut gefällt, ist, dass diese chemische Note, die man im Geruch ja quasi nur hatte, diesen Sekundenkleber-Flavor, gar nicht mehr hat. Der ist einfach weg. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber im Geruch ist er wirklich wahnsinnig widerlich, so richtig würgereizerregend. Und hier im Geschmack überhaupt nicht mehr. Also ich musste mich da persönlich ein bisschen überwinden, den das erste Mal zu rauchen. Also, im Geschmack ist es dann aber definitiv weg. Und ansonsten kommen wir mal zu dem Wichtigsten,
der Traube. Man merkt ja schon so eine Traube. Allerdings finde ich, dass man sie kaum von so einer typischen weißen Traube aus einer Traube-Minze-Mischung unterscheiden kann. Also es ist auch wieder sehr süßlich. Es hat schon dieses Traubige, aber ich sehe jetzt nicht wirklich, wo das schwarze Traube sein soll. Ich meine, klar, ist auch eine Traube, aber ich habe das Ganze einfach ein bisschen anders in Erinnerung. Mich erinnert das eher an so eine standardmäßige Traube. Standardmäßiger Traube-Flavor. Und diese Frische oder diese Minze hat man eigentlich eher als so eine sanfte Begleitnote, würde ich es jetzt mal nennen. Und alles wird halt immer wieder so begleitet von diesem leicht strohigen Virginia-Unterton. Also es ist eher so eine süßliche Mischung, das von sanften Frische begleitet wird, mit so einem leicht strohigen Unterton. Also alles in allem durchaus lecker und ich würde sagen eine stabile Traube Minze. Allerdings stört mich da echt so ein bisschen dieser Grundtabakton. Das muss einfach nicht sein. Der Flavor an sich wäre ohne das Ganze deutlich besser. Also insgesamt würde ich sagen, guter Traubentabak, wobei ich mir persönlich aufgrund meiner Erfahrung und meiner persönlichen Geschichte mit schwarzer Traube was anderes vorgestellt habe. Hilfe! Von daher war es das auch schon wieder von mir, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und von daher sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.